So, meine lieben Leute, es gibt ein neues Update zu unserem Balkon und ich möchte ihn euch liebend gerne zeigen und deshalb geht's auch jetzt sofort los. Ja, zum einen haben wir neue Fenster bekommen in unserer Wohnung und schaut euch diese Pracht an Tomaten. Da ist Ella, hallo. Überall Tomaten und Petersilie und Sonnenblumen und noch mehr Tomaten und noch mehr Sonnenblumen und noch mehr Tomaten und noch mehr Tomaten. Also dieses Jahr, wenn ihr euch erinnert, ich habe im Juni 2020 schon einmal ein Video gemacht über unseren Balkon und seitdem hat sich einiges geändert. Ja, wo fangen wir an? Wir haben hier an unserer Vogelstelle noch ein paar Hölzer hingebracht und eine Vogeltränke. Und hier dieses Zaunelement, das wir als Absperrbereich früher für Klein Ella, sie ist schon wieder weg, benutzt haben, haben wir jetzt hier hingetan, damit Ella nicht die Vögel jagen und fressen kann. Ja, dann haben wir hier noch ein Sichtschutzelement angebracht an das Balkongeländer. Und ja, die Tomaten sehen dieses Jahr wirklich sehr, sehr, sehr üppig und groß aus. Schaut euch die ganzen Früchte an. Wir haben jetzt Ende August und hier seht euch die vielen Rippen an. Das sieht aus wie die Tomaten aus dem Supermarkt. Diese Rippen, wisst ihr? Das sieht so herrlich aus. Überall kleine Tomaten. Überall. An allen Tomatenpflanzen. Das ist richtig fest und buschig und fett hier. Und wie die vor allem gewachsen sind, also von unten hier hoch und dann schlängeln sich die ganzen Stängel überall her. Sie suchen überall Halt, sogar an der Wand, gehen dann hier durch den Zaun und hier an der Seite wieder hoch. Und ja, da müssen wir dann bald auch wieder eine Befestigung bauen. Die riechen auch wirklich sehr, sehr intensiv. Das ist wirklich sehr lecker. Ich hoffe, dass sie noch genug Sonne abbekommen dieses Jahr, dass das noch ein wahrliches Tomatenfest wird. Hier auch noch Tomaten. Wie haben wir es diesmal gemacht? Wir haben die Tomaten zuerst, also meine Frau hat sich überwiegend darum gekümmert. Der ganze Lob gebührt meiner Frau. Sie ist die Tomatenexpertin dieses Jahr. Wir haben sie angepflanzt in diesen Gefäßen hier, Blumenkästen, in den Blumenkästen, bis sie ungefähr so groß waren, die Tomatenpflänzchen. Und haben sie dann nochmal umgetopft in größere Gefäße. Aber dazu sei gesagt, diese Gefäße sind auch noch zu klein. Die müssten eigentlich viel, viel größer sein. Wir hatten leider keine dieses Jahr, deshalb ist es leider so mickrig ausgefallen, sage ich mal. Nächstes Jahr werden wir noch größere Gefäße besorgen. Auf jeden Fall haben wir sie dann umgetopft und ganz unten haben wir Tomatendünger hinzugefügt, damit die neue Pflanze, nachdem sie umgetopft ist, nochmal richtig auf den Tomatendünger zugreifen kann später, um dann nochmal richtig groß zu wachsen. Ja, das Video aus dem letzten Jahr, da sahen die Tomatenpflanzen wirklich mickrig aus. Und schaut euch das jetzt an. Als Vergleich mein Fuß und diese Tomatenpracht hier. Das duftet. Oh, hallo, kleiner Freund. Und aus jeder Blüte wird auch später wieder eine Tomate. Dann haben wir hier noch, ja, wir haben vom Straßenrand eine Pflanze mitgenommen. Und die sah ganz mickrig aus und schaut euch jetzt an, wie schön sie blüht. Wenn ihr wisst, welche Pflanze das ist, dann schreibt es einfach mal gerne in die Kommentare. Die ist wirklich sehr, sehr hübsch geworden. Dann haben wir hier noch Lavendel. Der Nachbarshund geht wieder ab, wenn ihr es im Hintergrund hören könnt. ja, und wunderschöne Sonnenblumen. Ich hoffe, die werden auch noch was dieses Jahr. Und hier sammeln sich wirklich sehr, sehr gerne noch die Vögel. Immer noch. Schaut euch an, wie viel die hier wegfressen. Sie gehen auch ab und zu gerne in das Häuschen. Und da füttern wir Sonnenblumenkerne. Und ja, Erdnüsse kommen auch manchmal noch dazu. Cashewkerne hatten wir auch mal. Ja, auf jeden Fall fressen sie das wirklich sehr, sehr gerne. Und dann geht's mal weiter. Hier haben wir noch einen richtig schönen Busch Petersilie. Alles selber angepflanzt. Da können wir noch gut Petersilie essen. Ein Riesenvorrat. Hier auch unsere Tomatenpflanze. Und schaut euch diese kleinen süßen Tomaten an.
Guck, wie groß mein Finger im Vergleich zu der Tomate ist. Das ist wirklich süß. Ja, sogar, wir haben eigentlich gar keinen Platz mehr hier zum Sitzen. Die ganzen, okay, hier können wir noch sitzen, aber wir können hier nicht essen. Die ganzen Tomaten nehmen unseren Platz ein. Nächstes Jahr wird das ein bisschen weniger dann, dafür in größeren Töpfen. Hier auch noch Tomate. Teilweise sind die Früchte schon sehr groß. Und wir freuen uns wirklich so sehr auf das Ergebnis. Hier haben wir auch eine Sonnenblume, die langsam kommt und blüht. Noch mehr Tomaten, noch mehr Sonnenblumen. Hier sogar die selbst angepflanzten Sonnenblumen haben auch schon Knospen und werden dann auch bald blühen. Ja, noch mehr Tomaten und noch mehr Blüten und noch mehr Früchte. Ah, das wird so herrlich. Das werden so viele Tomaten. Und das hört ja dann nicht auf. Wenn man die ersten Tomaten gepflückt hat, dann wächst das trotzdem noch weiter. Es werden wieder Blüten kommen und es werden noch mehr Tomaten nachwachsen. Das ist so herrlich. Ich liebe das. Hier haben wir noch ein kleines, ja, einen kleinen Plastikpool für Ella gehabt. Der Sommer war aber relativ nass, den haben wir noch nicht oft benutzt. Und wie gesagt, hier noch mehr Tomaten. Schaut euch diese riesige große Frucht an. Mittlerweile schon. Sehr, sehr schön. Ja, hier war früher auch noch eine Liege, die ihr auch in dem letzten Video gesehen habt. Die mussten wir aber dann wegpacken, damit die Tomaten mehr Platz haben. Ja, ansonsten, wir haben den Tisch und den Stuhl gestrichen. Und ja, dieses Jahr lag wirklich der Fokus auf Tomaten, Petersilie, Sonnenblumen, Tomaten, Tomaten und noch mehr Tomaten. Und die brauchen auch wirklich sehr, sehr viel Wasser. Also, hier seht ihr unseren Wasservorrat. Den Eimer hier schlucken die pro Tag weg. Wenn es jetzt nicht extrem nass war, ja, saufen die den weg. Wir kippen das Wasser immer mit diesem Messbecher in die Erde rein. Und ja, die brauchen schon viel Wasser. Jeden Tag eine ordentliche Menge. Wenn abends noch so schön die Sonne scheint wie jetzt gerade. Die Pflanzen und die Büsche sind übrigens noch mehr gewachsen. Ich hatte ja mal gesagt, irgendwann wird dieser Busch hier bis hier vorne zur Grenze wachsen. Und das sieht man jetzt auch. Also es wird immer mehr und mehr dichter hier. Irgendwann wird der Bus hier unten, unser Bus, unser Vito, ein Blätterdach haben. Das ist schön, wenn man hier sitzen kann und sich diese schöne grüne Pracht anschauen kann. Wir hatten hier noch einen Sichtschutz angebracht. Der war auch relativ günstig. Wir haben es hier mit Stoff fixiert. Der war dabei. Und zusätzlich noch mit, jeder kennt's, schwarzen Kabelbindern. Und das hält auch sehr gut. Wir sind hier nicht windsensibel, sag ich mal. Wenn es hier windet und stürmt, dann wackelt das auch alles sehr stark, aber bisher hat es sehr, sehr gut gehalten. Auf die nächsten Jahre. Ja, die Tomaten nehmen viel, viel Wasser. Die wollen auch viel Wasser trinken. Aber bisher haben wir das sehr, sehr gut hinbekommen. Ja. Und wenn man hier dann abends noch draußen hingeht, das ist so unser Abendritual. Wir gehen dann abends noch mal raus, gießen unsere Tomaten und es fühlt sich einfach sehr schön an. Ja, das soll es gewesen sein zu dem Tomaten-Update. Zum Schluss noch mal ein kurzer Schwenker darüber. Und ich versuche mal mitzuzählen, ich versuche es zumindest, wie viele Tomaten wir dann bis Ende des Jahres ernten konnten. Die Gefäße hierfür haben wir übrigens kostenlos bekommen, die haben wir nicht gekauft. Da gab es eine Haushaltsauflösung und da hatte jemand ganz viele Gefäße abzugeben. Die haben wir natürlich sofort genommen, haben dem Mann natürlich ein bisschen Trinkgeld, Taschengeld gegeben. Und so konnten wir wirklich sehr, sehr viele Tomaten hier dieses Jahr anpflanzen. So schön. So, so, so schön. Ja, gut Leute, das soll's gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Die Tomaten bewirtschaften
beziehungsweise die Gärtnerfreunde wird es bestimmt auch freuen, wenn wir welche unter uns haben hier auf dem Kanal. Ja, wie gesagt, wenn ihr vielleicht wisst, was das für ein Gewächs ist, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt oder Anregungen, wie löst ihr das zum Beispiel mit dem Gefäß? Habt ihr vielleicht auch Tomaten auf einem Balkon? Wie macht ihr das mit den Fixierungen? Hier haben wir ja, provisorische Fixierung hier am Zaun, beziehungsweise die Tomaten selbst versuchen an den Wänden hochzuklettern oder wir fixieren sie am Stuhl. Wie fixiert ihr sie? Habt ihr da irgendwelche Tipps oder Tricks? Lasst es mich wissen. Und zum Schluss möchte Ella auch nochmal Tschüss sagen. Ja, Ella, komm her. Willst du auch die Tomaten angucken? Ella möchte, dass ihr den Kanal abonniert. Okay? Gut, dann ciao. Tschüss, Ella. Ella? Tschüss. Okay.